Ist eine Fettabsaugung in Lokalanästhesie für das Operationsergebnis besser als in Vollnarkose? Diese Frage kriege ich immer wieder gestellt, weil ich von meinen Patientinnen und Patienten höre, dass der Dr. X, Y oder Z eine Fettabsaugung in Lokalanästhesie gemacht hat, weil er nämlich wollte, dass der Patient aufsteht während der Operation, dass man sich das Ganze mal anschauen kann und sich wieder auf den Tisch legen kann. Diese Dinge sind natürlich machbar, aber wenn man tatsächlich ein bisschen näher drüber nachdenkt, macht das gar keinen Sinn. Warum macht das keinen Sinn? Weil wenn eine Patientin oder ein Patient in Lokalanästhesie abgesaugt wird und du möchtest dann tatsächlich ohne Schmerzen diese Fettabsaugung durchführen, musst du so viel Flüssigkeit da reinpumpen, dass mir keiner erzählen kann, dass er den Patienten dann aufstehen lässt und dann richtig Maß nehmen kann, weil er steht und sich das Ergebnis dann im Stehen anschauen kann und weiß, ob er mehr oder weniger Fett absaugen muss. Das heißt, wir kommen zum Schluss. Ich bin der Meinung, eine Fettabsaugung in Lokalanästhesie, um sich das Ergebnis im Stehen anzuschauen, macht gar keinen Sinn.